Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der UI-Kanal. Mein Name ist Gunnar und heute habe ich euch gemeinsam mit SpongeBob drei Mashems mitgebracht und das sind Finding Dory Mashems. Und ich bin schon mal gespannt, wie immer, was hier drin ist. Ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan von Mashems bin und man kann hier draußen schon sehen, wen man hier alles so bekommen kann. Zum Beispiel Hank, Dory natürlich, Merlin, Nemo, Destiny. Naja, mal gucken, wen wir bekommen. Ich bin gespannt. Ich hoffe zumindest, dass wir eine kleine Dory-Figur bekommen. Aber ich mache das Ganze schon mal auf. Ja, genau, die Folie kommt hier ab. Und da drinnen sollte jetzt unser kleines Mashem sein. Und der spannende Moment. Na, das sieht doch aus wie Hank der Krake. Cool, oder? Ja, wenn ihr den Film Finding Dory gesehen habt, dann kennt ihr bestimmt Hank. Einer meiner Lieblingsfiguren in den Filmen. Aber wer von euch hat eigentlich Finding Dory gesehen? Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Wie immer, ich bin gespannt über eure Meinung. Ist schon eine Weile her bei mir, dass ich den Film gesehen habe. Hat mir aber ganz gut gefallen. Von daher bin ich schon mal ziemlich froh. Diese Figur ist auf jeden Fall super weich und super squishy. Die kann man richtig schön zusammendrücken. Genau hier links kann man den sehen. Das ist also unser Hank. Und es gibt noch jede Menge weitere Figuren, die wir hier in diesen Mashems finden kann. Mal schauen, vielleicht haben wir ja noch einen weiteren Hank. Vielleicht aber auch jemand anderes. Naja, ich habe schon mal die zweite Mashems-Kapsel hier. Auch hier wieder das gleiche. Ich mache schon mal die Folie ab. Aber drückt mir mal die Daumen, dass wir vielleicht auch diesmal einen Dory bekommen. Denn den möchte ich natürlich unbedingt haben. Aber ich würde mich natürlich über Destiny oder Marlin und so weiter auch freuen. Also, hey cool, guck mal. Genau die Figur, die ich mir gewünscht habe. Ja, habt ihr bestimmt schon gesehen. Wir haben nämlich Dory. Ja, das zeige ich euch jetzt mal. Ich drehe das hier mal so ein bisschen. Genau, so sieht die andere Seite aus. Ja, die Seite ist schöner, wie ich finde. Die ist nicht so bedruckt. Und ja, wenn man das Ganze so ein bisschen zusammenquetscht, dann kann man ja und auch zieht sozusagen, kann man sehen, dass das Ding super weich ist und wirklich super squishy ist. Ja, genau. Ich muss sagen, Hank war so ein bisschen weicher. Der fässt sich so ein bisschen härter hier an. Die Dory-Figur, aber trotzdem ziemlich cool. Den will ich unbedingt natürlich in meiner Sammlung haben und von daher bin ich schon mal mega froh. Egal, weiter geht's. Das letzte Mashem für heute, was ich gemeinsam mit SpongeBob für euch öffnen werde. Auch wieder von Finding Dory. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir noch eine Dory-Figur. Aber ich glaube, die möchte ich nicht nochmal haben. Vielleicht kriegen wir Merlin oder aber auch... Ja, keine Ahnung, wen gibt es hier noch alles so? Destiny zum Beispiel? Ja, wer weiß. Wir werden es gleich gemeinsam herausfinden. Nämlich genau jetzt, wenn ich die Kapsel öffne. Und, guckt mal, wir haben tatsächlich Destiny. Wir haben also drei verschiedene Finding Dory Mashems heute bekommen. Ja, das gefällt mir megamäßig gut. Ja, auch der ist ziemlich weich und ziemlich squishy. Aber ich glaube, am weichesten hat sich die Krake Hank angefasst. Der ist auch so ein bisschen hart, ähnlich wie Dory. Ja, gefällt mir trotzdem megamäßig gut. Vor allem bin ich froh, dass wir heute bei den drei Mashems keine Duplikate dabei haben. Dass wir wirklich drei verschiedene, unterschiedliche Figuren bekommen haben. Unterschiedliche Mashems. Natürlich Dory, der darf auf gar keinen Fall fehlen. Den zeige ich euch auch nochmal. Wenn man hier oben drückt, ist er doch ziemlich weich. Da kommt so eine richtige Blase raus. Ja, man muss nur wissen, wie man die drückt. Und dann natürlich die erste Figur für heute. Das war unser Hank. Ja, Dory hat mir am besten gefallen, Hank aber auch. Was war eure Lieblingsfigur? Wie immer, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Außerdem, wie gesagt, ich möchte von euch wissen, wer hat den Film Finding Dory gesehen? Auch das schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den UI-Kanal abonniert. Wir sehen uns hier das nächste Mal wieder, wenn wir gemeinsam Mashems, Blindbags und Überraschungseier auspacken. Also bis dahin. Tschüss.